Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm RP, und ich begrüße euch recht herzlich zu Assassin's Creed Revelations. Ja, es ist lange Zeit her, seit ich es gespielt habe, aber für euch dürfte es gar nicht so lange sein. Denn, es war wirklich noch nicht lange her, seit ich den Part gemacht habe. Und wohin gehe ich hier? Vielleicht bin ich zu müde. Ja, vielleicht. Ich kann mich erinnern, dass wir, in der neuen Sequenz waren. Was wir als letztes gemacht haben. Ich glaube, wir haben diesen Schlüssel. Wir haben Vali getötet und einen Schlüssel uns geholt. Wir haben Schlüssel uns geholt und die Erinnerung da herausgefunden, herausgesaugt. Und wir haben, soweit ich mich erinnern kann, wir haben Vali getötet. Das dürfte es eigentlich sein. Ja. Ansonsten kann man da, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Wenn ich den jetzt schnell finde, okay, der ist da irgendwo da hinten, deswegen habe ich da jetzt leider keine Lust drauf, den zu suchen. Obwohl, vielleicht sollte ich den lieber mal suchen. Das ging nochmal gerade gut. Wir wollen jetzt hier diesen Templar-Typen killen. Müssen wir nur herausfinden, wo der ist. Wo der steckt, der Typ. Ich bin gefunden. Oh, okay, und. Okay, dann warte ich halt einfach, bis sie zurückkommen. Wenn die zurückkommen. Ich gehe mal davon aus. Da sind jetzt auch zwei. Aber die kann man noch gut. Okay. So geht's auch. Und das war's. Das war's. Stehen bleiben! Der hat doch was. Du redest gar nicht von mir. Vielleicht will er irgendwo einsteigen. Ja. Genau, ich will irgendwo einsteigen. Was mache ich denn? Ich weiß nicht, etwas in seinen Augen sagt mir, dass dieser Schankwirt nicht bezahlen wird. Egal, wie viele Finger er dafür verliert. Moment mal. Dieser Umhang. Eda mit der. Lass dir nicht entkommen! Du und so. Ich hol mir deinen Kopf! Gott sei Dank. So, jetzt gehen wir hier hoch. Komm schon. Schneller. Ezio. Das ist das letzte Spiel mit dir, also müssen wir noch ein bisschen Qualität hier reinbringen. Ja, komm. So. Und zünden wir das an.
damit es Zeit ist zu gehen für die Templer. Sehr schön. Ah, diese Türme, die muss es einfach immer in Ubisoft-Spielen geben, bis auf die deren Endspiele. So, hätten wir das jetzt hier auch geschafft, oder? Jetzt kann man anscheinend auch wieder neue... Sollen wir das jetzt machen? Okay, komm. Hallo, ihr da. Könnt ihr mir helfen? Wo liegt das Problem, Amico? Es gibt eine Verrückte in diesem Bezirk, die Leute mit kleinen Silbermünzen verflucht. Verflucht? Naja, nicht direkt verflucht. Es sind byzantinische Münzen. Sie steckt sie einem in die Tasche, wenn man nicht aufpasst. Und ich finde das gar nicht lustig. Alles klar, die Bettlerin. Verfolgen und fangen Sie die Bettlerin. Behaltet euer Beinkleid an. Ich sehe mal nach. Alles klar. Dieb, du entwischst mir nicht. Wache! Ferma, halt! Was höre ich da? Ein hübscher Trick, Männern wertlose Münzen in die Hose zu stecken. Wurdet ihr denn nie erwischt? Nicht einmal. Obwohl ich auch ab und zu Geld genommen habe. Aber nur, wenn ich hungrig war. Es gibt bessere Anwendungen für diesen Trick. Kämpft für die Assassinen. Kämpft für die gute Sache. Nun, es wäre schön, Teil von etwas Größerem zu sein. Yvette, ich werde an eurer Seite kämpfen. Die Bettlerin. Fat, was? Egal. Alles klar, ich glaube, wir gehen wieder zum Erinnerungsanfang. Ja, ich denke, wir gehen wieder zum Erinnerungsanfang. Oder wir holen uns doch den einen Assassinen. Ja, wir holen uns doch den einen Assassinen. Es nicht ihm weh zu tun. Dein Ende wird qualvoll sein, wenn du das tust. Das willst du doch gar nicht tun. Hände weg, sofort! Das wirst du büßen. Weg von ihm! Du bist wohl nicht recht bei Trost, du Hungerleider. Wow. Du wirst endlose Qualen leiden, wenn du ihn nicht loslässt. Das wirst du büßen. Weg von ihm! Bam, Junge! Ja, ganze klatschen, Junge. Ich will ihn plündern, Junge. Die Totenruhe zu stören ist eine Sünde. Schande über euch! Naja, egal. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Ja, gut. Haben wir einen neuen Rekruten? Okay, gut. Dann machen wir hier mal die Mission.
Ich meine, ich bin einigermaßen gut ausgerüstet, oder? Ja. Yusuf, was gibt's? Kurz die Medizin, alles klar. Was gibt's? Welch schöne Überraschung, Ezio. Es gibt viel zu erzählen. Morgen um die Zeit könnte ich schon tot sein. Besteht diese Gefahr denn? Wir hörten, dass die Byzantiner einen Einbruch in den Topkapi-Palast planen. Nun, da Prinz Süleyman zurück ist von seiner Hatsch. Wenn sie zuschlagen, dann heute Nacht bei der Kulturausstellung, die der Prinz veranstaltet. Wie lautet der Plan? Kardeşim, das ist nicht euer Kampf. Verstrickt euch nicht auch noch in osmanische Angelegenheiten. Die Byzantiner fanden einen Schlüssel unter Topkapi und ich möchte wissen, wie. Ezio, wir beschützen unseren Cesare. Wir verhören ihn doch nicht. Vertraut mir, Yusuf. Sagt mir nur, wohin ich gehen soll. Topkapis Haupttor. Wir wollen uns als Künstler verkleiden und einfach reingehen. Ich suche mir eine Verkleidung und treffe euch dort. Das Bankett des Prinzen. Die Templer planen einen Anschlag auf die herrschende osmanische Familie. Schließen Sie sich Yusuf an, beschützen Sie die Osmanen und verdienen Sie sich ihr Vertrauen. Den Topkapi-Palast vor Yusuf erreichen. Oh Gott. Ja, okay, das ist mal wieder was. Komm schon. Oh Mann, ey. Yusuf, Alter. Komm schon, geh hier hoch. Okay, ich werde es wohl nicht schaffen. Yusuf hat mich schon überholt, obwohl er später erst gestartet ist. Oh, Yusuf, Alter. Du bist ein Tier, Alter. Du bist ein Tier. Barden aus Italien? Nun, das kann ja heiter werden. Ich die jetzt töten, oder was? Dies Heldenglück. Hey! Wir sind doch hier nicht bei. Ein Fläschchen Wein für unseren Freund, er ist von uns. Sehr gut, Freunde.
Ein edler Mann vor mächt'gen Herrn beschützet er die Armen. Der Damenwelt gibt Hoffnung, er auf leibliches Erbarmen. Oh mein Gott. Italienische Sänger. Komm jetzt, wir machen gerade noch den Aussichtspunkt hier, weil der gerade in der Nähe ist und der gut aussieht. So. So, komm schon. Ein edler Mann vor mächt'gen Herrn beschützet er die den Wein für. Komm her. Komm schon. Ich sehe lächerlich aus. Ich fühle mich lächerlich. Meine Klinge wäre zu auffällig in diesem Aufzug. Habt ihr Waffen? Messelle de Il. Ihr markiert Ziele und wir schalten sie dann aus. Ihr vermögt darauf zu spielen? Ich lernte ein paar Akkorde, als ich jung war. Wann wart ihr denn jung? Yusuf, auch noch frech werden oder was?